Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Cooldown-Boxing-Video von mir für euch. Heute mit diesem ENIPA-Fernrohr oder Fernglas Monokular. Monokular bedeutet, dass ihr mit einem Auge durch das Fernglas schauen könnt oder solltet, um dort an einem Auge dann eine Vergrößerung zu sehen. Ein Biokular wäre dann ein Fernglas, ein Feldstecher mit zwei. Ne? Nur mal so zur Aufklärung. Dieses Monokular ist 12x50 am Start. Es ist ein HD-Monokular. Man kann es auch als Teleskop nennen, mit einer Smartphone-Halterung dabei und einem relativ robusten Stativ. Es ist demzufolge, weil es ja auf einen Tripod gesetzt werden kann, könnt ihr es wirklich und mit dem Handy etc. als Halterung zu setzen, könnt ihr es dort ganz gut als ein kleines Fernrohr sehen. Okay? Zum Beispiel für Wanderungen, Vogelbeobachtungen, Camping oder einfach mal gucken, was da beim wem auch immer los ist. Ne? Kann man mit machen. Ne? Dieses Monokular vergrößert bis zu 12-fach und hat ein unglaubliches Sichtfeld von 4 Meter bis 1,5 Kilometer. Ne? Also ihr könnt ab 4, die Brennweite, ihr könnt ab 4 Meter etwas scharf sehen und bis zu 1500 Meter in der Ferne. Das Okular-Monokular-Teleskop ist der perfekte Begleiter für Vogelbeobachter, für Wildtiere gucken, fürs Wandern, fürs Camping und natürlich auch, wenn ihr mal wieder beim Sportwetten seid oder so, also auf der Pferderennbahn oder so, dann könnt ihr euer Pferd, was gerade hoffentlich vorneweg läuft, richtig beobachten. Ein relativ stabiles Stativ sorgt für eine klare und atemberaubende Bildqualität, weil es nicht mehr so wackelt. Ne? Wenn etwas statisch irgendwo steht und dann kann man viel besser durchgucken, als wenn ihr es durch eure eigene körperliche Verschäkung dort ein bisschen wackelig macht. Weil jetzt, da sind jetzt keine Bildstabilisatoren drin oder so. Ne? Deshalb, ne? Das ist also, ihr müsst versuchen, es immer aufs Tripod zu setzen. Aber das gilt für jedes Monokular und so weiter. Das beste Bild, auch jetzt hier gerade, ich habe meine Kamera natürlich auch an einem Stativ dran, damit es nicht so wackelt. Ne? Weil so wird halt immer geshakert und dann hat man nicht das beste Bild, was man möchte. Das Fernglas hier kommt mit einem Smartphone-Adapter daher und ist einfach zu bedienen. Es passt für nahezu alle Arten von Smartphones. Die Smartphone-Haltung-Version ist kompatibel auch mit Handyhülle. Es ist leicht am Start. Ne? Es ist primär jetzt doch schon langsam so an Erwachsene gerichtet. Ne? Also schon, ne? Es ist kein absolutes Kinderspielzeug mehr, sondern es macht schon was her. Es ist handlich und leicht. Mit der BAK4 Prismenlinse bietet das Monokular eine helle und kristallklare Sicht für uns. Ideal für Outdoor-Enthusiasten geeignet, für alle Outdoor-Sportarten. Und wir haben ein Karabiner-Kompass noch dabei. Das heißt also, wenn wir mal irgendwo verloren gehen können, können wir dieses ENIPA-Fernrohr sehr gut dort auch wieder benutzen, um wieder zurück zur Zivilisation zu bewegen. Uns, wenn kein Moos in der Nähe ist. Denn wir wissen ja alle, Moos wächst immer Richtung Zivilisation. Wir tauchen ein in eine wundervolle und einzigartige Welt voller Formen, Farben und sagenhafter Details. Mit dem kompakten Monokularteleskop können wir ganz nah dabei sein und unvergessliche Momente generieren. Das ENIPA Monokularfernglas ist der passende Begleiter bei allen unseren Aktivitäten. 12-fache Vergrößerung, robustes Stativ, hochwertige Smartphone-Halterung, Bug4 Prisma, Karabinerkompass und leicht und kompakt in der Bauweise. Hier ist es. Es ist in grün gehalten, wie ihr seht. Ist ja klar, wir sind ja draußen im Unterholz unterwegs und wenn uns dann das nächste Gnu über den Weg läuft, dann soll das uns nicht direkt sehen anhand unseres Monokulars. Denn auch die wollen ja ihre Privatsphäre haben. Deshalb müssen wir ein bisschen getarnt unterwegs sein und das bringt auch dieses Gerät mit sich. Es ist von einem deutschen Händler,
Ein deutscher Händler. Schön. Ach, das ist schon mal gut. Ne? Das heißt ja schon mal, da ist ja was Bums hinter. Ne? Scharfe Sicht, 12-fache Vergrößerung, kompakt und handlich. Wir schauen rein und zwiebeln uns das Ding mal an, was oder wie es so und so weiter ist. So, fangen wir mit dem ersten Teil an. So, das hier ist die Handyhalterung. Ja, okay. Hier kommt also das Monokularlinsenfreundchen rein. Ne? So kann man es festdrehen, so kann man es aufdrehen, bis es dann passt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Handyhalterung zu verändern in der Länge. Ne? Also das Smartphone kommt hier ran und sollte hier durchgucken natürlich. Ne? So können wir das verändern. Verstehe. Was hier hinten auch noch ist, ist, wir können das auch noch verändern in der Aufwand, rechts und links gesetzt. Okay. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ne? Wichtig ist immer, dass es hält, dass das Smartphone nicht runterklatscht. Das ist immer doof. Ich sehe, das macht da nämlich keinen Spaß, wenn das Smartphone dann nass wird. So, hier ist das Tripod. Oh. Wenn ich das hier so richtig sehe, können wir hiermit auch noch was machen und es sogar ausziehen. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Guck mal hier. Es ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Es hat Kunststofffüßchen, die wir sogar noch ausziehen können. Okay. Es hat ein Tripod-System. Das Tripod-System ist unten auch noch mit Füßchen, mit Gummifüßchen gesetzt. Und wir können es natürlich auch in der Hand halten. Oben befindet sich ein Standard-Ballgelenk, welches wir nutzen können, um, oh, hier sehe ich auch, wir können das sogar hier ein bisschen verändern in der Grätscheneinstellung. Oh, das haben sie aber smart gemacht, ne? Zack. Jetzt kann ich das drehen. Zack. So macht er mehr die Grätsche wie vorher. Cool. Ja, das ist gut. Smart. Und hier oben können wir mit dem Ball, können wir uns also in diesen ganzen bis zu 90 Grad kippen und dann 360 Grad bewegen um die eigene Achse. Okay, sehr sinnvoll. Auch die Schraube macht einen relativ vernünftigen Eindruck. Ne? Auch, aber es ist komplett aus Kunststoff, außer die besagten Schrauben. Nur, es ist ganz gut. Ne? Es ist ohne Frage ganz gut. Es gibt manchmal so Tripods, da packst du an und denkst, oh Mann, die fallen nach dem ersten Benutzen schon auseinander. Und hier ist der Karabiner. Boah. Richtungsanzeiger. So, jetzt, ich weiß, wo Norden ist. Ups, Salat. Ja, doch, doch, das stimmt. Da ist nämlich Norden. Okay, hat er also hingekriegt. Also, das funktioniert. Vernünftig magnetisiert. So, dann haben wir hier unseren Hauptakteurfreund in einer kleinen Tasche noch am Start. Hier ist noch ein bisschen Zubehör dabei. Hier gibt es noch ein paar Infos. Hier ist auch noch ein Tuch zum Saubermachen der Linse und anderen dreckigen Sachen. Hier können wir ganz normal ein Band noch einsetzen, um es dann auch um unser Handgelenk zu tragen. So, und da haben wir ein Bügel dabei. Und hier ist das oder der Hauptakteur. Sehr schön hier, wassergeschützt. Und da vorne sehen wir die Linse drinne. Durch Lichtbrechung, durch Krümmung der Linse wird nämlich dann eine Vergrößerung des Bereiches vorne im Stadt gefunden wurden. So, hier können wir auch unsere Dioptrienzahl ansetzen, wenn wir Brillenfreunde sind. Ja, dann können wir das nämlich hin und her bewegen, um dann die Dioptrien anzupassen. Und dann gibt es hier oben noch ein Einstellrädchen, womit wir dann die Lage. Guck mal, ich drehe mal da dran, seht ihr? Und dann verschwindet oder kommt es nach vorne oder geht nach hinten, die Linse da drinnen. So stellen wir dann den Brechungswinkel ein. Also hier kommt dann der Strahl, kommt dann auf das Prisma und dann wird es zu uns vorübergeballert. Da drinnen ist das, ne? Und wenn wir die Linse nach vorne oder hinten bewegen, dann verändert sich so im Prinzip die Schärfe, leicht erklärt, ne? Unseres Bildes, welches wir sehen. So, hier unten haben wir die Befestigung ans Tripod. Es macht einen sehr qualitativ hochwertigen Eindruck. Warum? Weil es schön in einem Gummi gesetzt ist. Das heißt, wenn da Dinge mal hinfällt, wird es nicht direkt in tausend Teile zerspringen. Es macht einen echt guten Eindruck. Und ja,
Ich kann mir gut vorstellen, warum der Hersteller auch extra darauf hinweist, dass es für Erwachsene ist. Das macht wirklich einen guten Eindruck. Was es für Bildchen uns bietet, macht natürlich auch einen guten Eindruck. Das habt ihr jetzt schon innerhalb dieses Videos gesehen. Also das Fernglas ist echt ein nices Teil. Das Enipa Monocular macht, was es will. Nicht macht, was es will, macht, was es soll. Und bringt uns eine zwölffache Vergrößerung an den Start. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun. Aber nicht direkt in die Sonne gucken.